So, hallo und herzlich willkommen. Ich würde euch gerne ein Buch vorstellen. Ich weiß, das letzte Video war ein bisschen unschlüssig. Da wird ein neues hochkommen über das Buch von Simon Beckett. Aber heute geht es um ein richtig geiles Ereignis. Ich wurde vor Weihnachten angeschrieben von Stefan Fischer. Das ist ein Autor, von dem ich, Entschuldigung, dass ich es sage, aber ich habe noch nie von ihm gehört, ob ich denn ein Buch von ihm austesten möchte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und dann bekam ich dieses Buch und ich durfte mir eins seiner Bücher aussuchen. Ich nahm das Mondgeheimnis. Und zwar ist es dieses Buch. Ich dachte eigentlich, es ist so ein Fantasy-Roman. Ja? Ich finde es aber gar nicht so Fantasy-mäßig, ehrlich gesagt. Es geht, also auf jeden Fall ist da eine Widmung drin für mich. Oh, ich war so aufgeregt, ich habe sowas noch nie, so eine Anfrage noch nie bekommen. Ich bin mordsmäßig glücklich darüber. Entschuldigung, ich bin ein bisschen zappelig, aber ich bin auch aufgeregt. Es geht um ein Mädchen, die Alena heißt. Sie ist voll hübsch und so und alle Typen wollen was von ihr. Sie ist voll der Männermagnet und so und ihre beste Freundin, Gott, wie heißt die nochmal? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ihre beste Freundin, mit der sie auch zusammen wohnt, ist halt ein bisschen dünn und kriegt nicht so viele Typen ab. Und Alena hat in ihrer Kindheit was ganz Schreckliches erlebt. Und das verrate ich euch. Verrate ich es euch? Nein, das verrate ich euch nicht. Auf jeden Fall hat Alena so einen Freund, Andre. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und er ist rasend eifersüchtig. Und Alena hat irgendwann gar keinen Bock mehr auf ihn. Und es gibt dann voll Stress. Und oh Gott, es ist so krass. Und oh, ihr wisst gar nicht, das ist einfach. Ich habe das Buch gelesen und es war so fesselnd. Und das Geile daran ist, ich habe einfach was ganz was anderes erwartet. Es hat meine ganzen Erwartungen übertroffen, weil. Weil es einfach so real ist, ja? Und Alena und Andre, also Andre will Alena heiraten und sie will aber nicht, weil sie jemand anders kennenlernt. Und. Dann flippt Andre voll aus, Alena wird entführt, oh mein Gott, und es geht voll ab und ich finde es saugeil. Und die Geschichte mit ihrer Mutter, man denkt, also ganz ehrlich, ich habe am Anfang was ganz anderes gedacht, was in ihrer Kindheit passiert ist. Und wenn man es ganz am Schluss, ganz am Schluss erfährt, denkt man sich, boah, krass, ich wurde das ganze Buch lang hinters Licht geführt. Toll, ja, es ist einfach. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, was noch? Es ist gut zu lesen. Was noch? Was noch? Ja, auf jeden Fall denkt man sich bei manchen Stellen einfach so, vor allem als Frau denkt man sich so, boah, nee, aber es ist wirklich gut geschrieben und Stefan Fischer kommt aus der Nähe von meiner Wohnregion, der kommt ist in der Nähe von Nürnberg oder aus Nürnberg, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall finde ich das sau cool, auf jeden Fall werde ich noch ein Buch von ihm kaufen und es auf jeden Fall testen. Ich hoffe, er freut sich über dieses Video. Endlich, ich weiß, du hast ewig lang gewartet, aber es tut mir echt leid. Ja, jetzt kommt es hoffentlich erst online. Ja, ich danke nochmal, dass ich diese Möglichkeit hatte. Ich bin sauglücklich und durch dieses Angebot habe ich erfahren, warum ich es überhaupt mache. Es hat mich so glücklich gemacht. Ich war einfach so happy. Es ist einfach so krass, wenn da so ein Autor kommt und sagt, ey, deine Videos sind geil, ich möchte dir ein Buch zur Verfügung stellen, dass du es liest und vorstellst. Ich hoffe, ich habe ihn nicht enttäuscht. Ich liebe dieses Buch und ich würde es auf jeden Fall weiter empfehlen. Und Alena ist so eine Person, mit der man sich voll identifizieren kann. Einfach, vor allem ist es nicht diese, ich hoffe, es kommt jetzt nicht blöd rüber, es ist nicht diese schnörkelige, ausgefeilte Schreibtechnik, sondern er schreibt, also meiner Meinung nach, ich lese es, wie ich es auch sagen würde. Ja, da steht nicht, es war einmal, sondern ja, heute ist Alena aufgestanden und so. Ich finde es einfach, das liest sich dann wie Butter. Ja.
Es gibt Bücher, die sind so verkrampft geschrieben und dieses Buch ist einfach so offen geschrieben und so frei. Das finde ich einfach sehr gut. Ja? Ich hoffe trotzdem, dass er nicht völlig von mir enttäuscht ist. Falls du meine Videos kennst, Stefan Fischer, ich bin nicht so der übermäßige Mensch. Aber ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden. Ich danke euch allen fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und ja, ich hab euch lieb. Tschüss!